Und da wollen wir gerne nachfragen beim Luftfahrtexperten Kurt Schellenberg in Hamburg. Herr Schellenberg, die Lufthansa hat sich ja bisher sehr selbstbewusst gezeigt. Man sei besser für diese Krise gerüstet als die Konkurrenz. Hat man sich da verschätzt? Ich denke, dieses Selbstbewusstsein ist heute auch Ausdruck der Entscheidung, 40 Flugzeuge stillzulegen und mit den entsprechenden Konsequenzen für die Mitarbeiter. Sicherlich vor dem Hintergrund, dass man nicht hell sehen kann, wie sich Passagiere in Zukunft verhalten werden, aber jetzt doch ein klareres Bild auf die Situation weltweit hat. Und das heißt, der Luftverkehr ist empfindlich gestört und bleibt es anscheinend auch in der Vorhersage der Lufthansa. Könnte denn diese Krise auch eine Chance sein? 6 Superjumbos vom Typ A380 zum Beispiel werden für immer stillgelegt. Es war ja sowieso schwierig, dieses Flugzeug profitabel zu fliegen, oder? Ja, stilllegen heißt ja auch erstmal Geld ausgeben, denn das Flugzeug löst sich nicht in Luft auf, sondern es bleibt am Boden. Es bleibt die technische Betreuung eines Flugzeugs. Und natürlich geht es ja auch darum, dieses Flugzeug die nächsten Jahre entweder zu vermieten oder zu verkaufen. Für 2022 hatte Lufthansa mitgeteilt, dass es eine Vereinbarung mit Airbus gibt, die Flugzeuge dort in Zahlung zu geben. Das heißt aber im Umkehrschluss, zum Beispiel für die A380-Flugzeuge, die 6 Stück, die jetzt stillgelegt werden sollen, bis dahin muss man technisch die Flugzeuge auf dem neuesten Stand und damit flugfähig halten. Also aber was bedeutet in Ihren Augen heute dieser Tag der Entscheidung für die Zukunft von Lufthansa und auch für ihr Standing? Der Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat in den vergangenen Tagen immer wieder gesagt, die Luftfahrt und damit auch die Lufthansa wird nach dem Ende von Corona nicht mehr genauso sein wie zu Beginn der Krise. Und das heißt jetzt übersetzt, sie wird also um 40 Flugzeuge kleiner sein. Man nimmt an, dass die Menschen weniger reisen werden, weniger das Flugzeug nutzen können, vielleicht sogar aufgrund von Einreisebestimmungen und Krankheiten. Und für mich heißt das auch, dass hier jetzt schon ein Blick auf die nächsten 2 Jahre geworfen wird. Denn ein Teil dieser Planungen hatte Lufthansa für 2022 ins Auge gefasst und zieht sie jetzt vor. Das heißt, diese 2 Jahre, das ist das, was die Lufthansa jetzt erstmal als Krise oder gar Krisenmodus erwartet. Und mit wie vielen Entlassungen muss man dann jetzt tatsächlich rechnen? Was bedeutet zum Beispiel das Germanwings aus für die Mitarbeiter? Die Mitarbeiter bei Germanwings werden sicherlich schauen, welche Regelungen im Sozialplan getroffen werden können und ob es einen Platz für sie in der Lufthansa-Gruppe an anderer Stelle gibt. Die Lufthansa hat ja nur noch eine ganze Menge anderer Flugbetriebe. Und einige Mitarbeiter haben sicherlich auch ein Rückkehrrecht zu Lufthansa im Vertrag. Aber insgesamt ist Lufthansa immer ein Unternehmen gewesen, wenn man mal in die Geschichte schaut, dass seine Mitarbeiter, insbesondere natürlich auch die hervorragend ausgebildeten Lufthanseaten, nicht entlassen hat, sondern im Rahmen von Fluktuation dafür gesorgt hat, wenn ältere Mitarbeiter pensioniert werden, dass dann die Jüngeren diese Positionen eben von innen heraus übernehmen und nicht Neueinstellungen getätigt werden. Und gleichzeitig kann man ja schon auch davon ausgehen, dass Lufthansa nach dem Jahr 2022, wenn man so weit gucken kann, ja eine Fluggesellschaft sein wird, die weiter weltweit fliegen wird und auch Personal braucht. Also Sie klingen da sehr optimistisch. Halten Sie denn staatliche Finanzhilfen für Lufthansa für sinnvoll? Also mein Optimismus ist schon eingetrübt und insbesondere natürlich auch deshalb, weil die Lufthansa ein Kandidat zu sein scheint für staatliche Hilfen, aus meiner Sicht aber auch zu Recht, denn der Luftverkehr ist nicht nur extrem stark getroffen, sondern es ist eben auch nicht klar, welche Länder in Zukunft wie anfliegbar sind, wie sich Flugverkehr entwickelt. Und gleichzeitig brauchen wir ja als Wirtschaft in Deutschland eine Fluggesellschaft, die weltweiten Luftverkehr anbietet. Und so, glaube ich, sehen es auch die Länder, in denen die Lufthansa Tochtergesellschaften hat, wie Swiss in der Schweiz oder Austrian in Österreich. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Analyse und Einschätzung. Kurt Schellenberg in Hamburg, danke.